Und jetzt die Reisebienen-News rund um Australien. G'day Mates, herzlich willkommen zu den allerersten Reisebiene-YouTube-News rund um Australien. An dieser Stelle wollen wir euch ab sofort regelmäßig über die Neuigkeiten aus Down Under informieren. Abonnieren lohnt sich also für euch, natürlich nur, wenn ihr uns ansehnlich genug findet, um auch immer wieder den Play-Button zu drücken. Insofern, Feedback von eurer Seite ist natürlich herzlich willkommen, damit wir wissen, was wir beim nächsten Mal einfach besser machen können. Legen wir nun los mit den Neuigkeiten vom anderen Ende der Welt. Sydney erholt sich derzeit von den Auswirkungen des Jahrhundertsturms, den sie dort Mitte letzter Woche erlebt haben. Das betraf sowohl die Küste, aber auch das Hinterland. Verbunden damit waren heftigste Regengüsse, Orkanböen bis zu 160 Stundenkilometer, aber auch Schneefall in den Blue Mountains. Wir erinnern uns, heute vor ziemlich genau einem Jahr wüteten dort schon heftigste Buschfeuer. Jetzt können die Leute dort tatsächlich rodeln gehen. Also insofern, auch wenn der australische Sommer schon vor der Tür steht, legt eure wetterfesten Klamotten noch nicht ganz so weit weg. Der australische Wettergott ist momentan noch ein wenig schwankend in seiner Stimmung. Nicht nur heftig in Australien ist das Wetter, sondern auch die neueste Flüchtlingskampagne der australischen Regierung. Unter dem Titel No Way You Will Not Make Australia Home. Der Titel sagt schon relativ eindeutig, was Sache ist. Und zwar die illegalen Einwanderer, die über die Meereswege sozusagen versuchen, die Küsten Australiens ohne Visum zu erreichen, werden konsequent zurückgeschickt, egal ob groß oder klein. Was Einwanderungspolitik betrifft, kennt Australien eben keinen Spaß. Das australische Airline-Aushängeschild Qantas hat Grund zum Feiern. Nicht etwa, weil die Buchungszahlen steigen, sondern weil das Logo, das Flying Kangaroo, dieses Jahr 70 wird. Für 70 Jahre ist es noch relativ fit, auch wenn die großen Sprünge bis nach Europa, zumindest bis nach Deutschland, ja seit letztem Jahr nicht mehr stattfinden. Aber für alle diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit der Geschichte von Qantas auseinandersetzen wollen und die sehr viel Zeit haben für eine etwas weitere Anreise, können sich ins Outback von Queensland begeben, ungefähr hier. Liegt Longreach und dort befindet sich auch das Qantas Founders Museum. Was es sonst noch alles dort zu entdecken gibt, könnt ihr auf unserer Reisebiene-Seite nachlesen. Wasserratten aufgepasst! Reisebiene sucht mal wieder einen Reporter Down Under, der für uns vor Ort berichtet. Dieses Mal handelt es sich um einen 5-tägigen Surfkurs an der Ostküste. Wer ab sofort bis Mitte Januar Zeit hat dafür, kann sich gerne bei uns bewerben. Postkarten, Schreibstil à la Wetter geil, Essen schön, Party hart, Mutti mir geht's gut, reicht uns natürlich nicht. Wir wollen schon einen etwas spannenderen Schreibstil haben. Insofern überzeugt uns davon in eurer Bewerbung und ihr kriegt diesen 5-tägigen Surfkurs und müsst nichts dafür machen, als uns drüber zu berichten. Buttes aus Australien, eine zumindest hier sehr bekannte schwedische Modehauskette, hat nun nach Melbourne auch in Sydney seinen ersten Store eröffnet. Und wir meinen nicht etwa eine schwedische Möbelhauskette, also aufgepasst. Insofern können sich Backpacker, die sich mal wieder neue Klamotten leisten möchten, weil die alten verschlissen sind in der Hostelwaschmaschine, hier wieder recht preisgünstig sicherlich eindecken mit der neuesten Mode. Am Samstag, den 25. Oktober, findet landesweit in Australien ein sogenannter Garage Sale statt. Das ist wie ein großer, bunter Trödelmarkt, wo Privathaushalte oder auch Geschäfte ihre Türen öffnen. Und wer hier auf der Suche nach dem privaten, persönlichen Aussie-Souvenir ist, der wird hier mit Sicherheit fündig. Vorausgesetzt, es ist Platz im Reisegepäck. Leute, die vorhaben, in den nächsten 2 bis 3 Wochen nach Melbourne zu pendeln, sollten sich auf Überfüllung der Straßen und der Unterkünfte einstellen, denn der Melbourne Cup steht bevor. Der Melbourne Cup, the day that stops the nation, ist ein Feiertag in Victoria und das größte Pferderennen wahrscheinlich zumindest in der südlichen Hemisphäre. Denn wenn es um Pferde geht, sind die Australier einfach mal wie das britische Mutterland total verrückt. Wir sind uns bewusst, dass bei australischem Fußball das deutsche Fußballherz jetzt nicht unbedingt höher schlägt, aber als emsiger Unterstützer der Socceroos, dem Nationalteam Australiens, seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, müssen wir an dieser Stelle leider verkünden, dass sie gegen den Underdog Katar 0:1 verloren haben. Wir drücken trotzdem die Daumen für den kommenden Asia Cup, der tatsächlich im Januar in Australien stattfindet. Und wie wir alle gelernt haben, kann auch der Weltmeister 1:0 gegen Polen verlieren und ein 1:1 gegen Irland rausholen und trotzdem Favorit im Europameistertitel sein. Geben wir euch nun noch was Praktisches mit auf den Weg, nämlich den aktuellen Wechselkurs. Für 1 Euro bekommt ihr derzeit ungefähr 1,45 $, Tendenz natürlich hoffentlich steigend. Und nun zum Wetter. Entlang der Ostküste haben wir eigentlich Sonne-Wolken-Mix. Temperaturen sind so zwischen 25 und 28 Grad, also noch nicht Hochsommer, aber es wird.
In Melbourne sieht es nicht viel anders aus. Auch hier Sonne-Wolken-Mix, was für Melbourne ja auch schon mal Fortschritte ist, da es mitunter durchaus regnerisch da unten sein kann. Im Zentrum natürlich alles super Sonne-Sonnenschein mit Temperaturen weit über 30 Grad. Das gilt für das gesamte Outback. Wo es ein bisschen regnerischer ist, ist tatsächlich hier drüben, zumindest unten in Perth, nicht noch im Bild, aber auch hier oben natürlich Sonne. Und haben wir noch die passende Wetterkarte. Tasmanien wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen. Immer eine Reise wert übrigens nebenbei und auch da Sonne, Wolken, nichts. Also insofern, mehr Sonne kriegt ihr in Tasmanien sowieso nicht. So, das waren auch schon unsere allerersten Reisebiene YouTube News. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Noch als Hinweis, die wichtigsten Links zu unseren News findet ihr unten aufgeführt in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns an dieser Stelle in ca. 2 Wochen wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, see ya!